Du willst wissen, welcher Stundensatz der richtige ist bei der Kalkulation bei deinem Angebot. Du willst wissen, gibst du das Angebot jetzt pauschal ab oder ja, berechnest du einen Stundensatz und wie berechnest du diesen Stundensatz? Dafür gibt es bestimmte Einflussfaktoren, die möchte ich dir in diesem Video zeigen. Lass uns einfach mal reinschauen. Ich werde immer wieder gefragt, Umut, welchen Stundensatz nehme ich eigentlich? Welchen Stundensatz biete ich jetzt an? Oder mit welchem Stundensatz kalkuliere ich jetzt die Unterhaltsreinigung? Und da gibt es bestimmte Einflussfaktoren, die beeinflussen den Stundensatz. Also nach oben oder nach unten, ob du jetzt 25 Euro die Stunde anbietest oder 45 Euro die Stunde anbietest. Okay? Und ich möchte dir jetzt ein paar Punkte heute aufführen, damit du eine sichere Kalkulation hast, dass du eine Grundlage hast, dass du sicher kalkulieren kannst. Und ganz wichtig ist, das ist nur ein Ausschnitt von einer Kalkulationsformel. Du brauchst eine Kalkulationsformel, mit der du professionelle Angebote kalkulieren kannst. Und die bekommst du auf meiner Seite, indem du hier einfach klickst und dort auf der Seite dir das gratis Video-Coaching mit mir anschaust und damit kannst du dann wirklich professionell kalkulieren, wie große, erfolgreiche Firmen. Okay, lass uns hier mal reinschauen. Also der erste wichtige Part ist das Thema Personalkosten. Das ist ganz klar, ne? Personalkosten. Was fällt darunter? Bei den Personalkosten fällt zum Beispiel drunter Versicherung. Außerdem, welche, ja, Arbeitskleidung bekommt dein Mitarbeiter? Ja, oder bekommt er überhaupt welche? Natürlich bekommt er, weil du willst ja deine Firma professionell aufbauen, deine Gebäudereinigung. Natürlich hast du Arbeitskleidung, davon gehe ich aus. Dann gehst du hier hin und hast bei Personalkosten natürlich auch die Sozialabgaben. Ja, dazu gehören mehrere Gesellschaften wie zum Beispiel die Knappschaft, die Krankenversicherung, die Rentenversicherung, Steuern etc. Das geht hier weg. Und ja, ich sag mal und. Ja, da gibt es noch ein paar Faktoren beim Stundensatz. Ja, bei Personalkosten könnte auch Fahrt sein, zum Beispiel, was dein Personal bekommt. Und. Ja, lass uns auch die Schulung zum Beispiel, ja, ganz wichtig. Ja, also Schulung des Personals. Okay. Aber jetzt nicht ganz im Detail. Ja? Das ist wichtig, dass du verstehst, Personalkosten. Das ist klar, denke ich. Dann hast du hier Materialkosten. Die Materialkosten empfehle ich dir, bei einer Unterhaltsreinigung direkt in den Stundensatz einzukalkulieren. Okay? Damit du am Ende einen tollen Pauschalpreis hast, inklusive Materialkosten und das nicht separierst. Meine Empfehlung. Aber wie das genau geht, dazu müssen wir in einem anderen Videotraining nochmal uns das genauer anschauen. Das ist jetzt einfach mal ein Ausschnitt. Was gehört zu Materialkosten? Da gehören die Geräte dazu. Also Mopsstange, dann Staubsauger. Ja, das sind alles so die Geräte, Fahrwagen. Ja. Und dann kommt dazu auch die Chemie, das ist klar. Auch die beeinflusst den Stundensatz nach oben oder nach unten. Ich gebe dir ein Beispiel. Zum Beispiel, wenn du in der Gastronomie reinigst und eine Unterhaltsreinigung für die Gastronomie kalkulieren möchtest und hast dort einen speziellen Fettlöser, den du einsetzt oder einen speziellen Kraftreiniger, den du einsetzt, dann hast du höhere Materialkosten. Ja? Du benutzt spezielle Chemie, wo entsprechenden Preis hat. Und dann musst du das natürlich in dem Stundensatz auch widerspiegeln und einen besseren Stundensatz, einen höheren Stundensatz ansetzen, wie wenn du jetzt wenn du jetzt zum Beispiel eine Unterhaltsreinigung hast, wo du einfach Sanitär- und Alkoholreiniger verwendest, da hast du dann natürlich ganz minimale Materialkosten. Man sagt so 2 bis 3%, ja, und da kalkulierst du dann deutlich weniger, ja. Außerdem, und das mache ich jetzt mal hier als separaten Punkt, hast du die Maschinenkosten. Finde ich sehr, sehr wichtig. Die Maschinenkosten auch inklusive in
den Preis in den Stundenpreis mit einzukalkulieren. Ja? Viele machen das gerne separat und lassen das den Kunden bezahlen oder wie auch immer. Ich empfehle dir, das in den Stundensatz direkt mit einzukalkulieren. Und das gilt für Einscheibenmaschinen genauso wie für eine Scheuersaugmaschine, zum Beispiel für einen Supermarkt. Ja? Das muss auch direkt hier rein in den Stundensatz. Und was beeinflusst noch? Zum Beispiel Fahrtkosten. Ganz klar, Fahrtkosten beeinflussen den Stundensatz. Ja? Du kannst natürlich, wenn du jetzt, du kannst es separat berechnen, zuzüglich Fahrtkosten, aber du kannst auch berechnen, indem du das direkt inkludierst in deinen Stundensatz und dann hast du, ja, hast du einen Stundensatz inklusive Fahrt. Ja, und der Kunde bezahlt für die Fahrt nichts extra. Meistens bei der Unterhaltsreinigung brauchst du das genau in dieser Form. Ja? Und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt, ist die Objektbetreuung. Ja? Die Objektbetreuung, auch wichtig. Stell dir vor, du kommst jetzt zu einem, du hast ein Objekt, wo der Kunde wünscht, dass du 2 bis 3 Mal die Woche vielleicht eine Qualitätskontrolle machst. Ja? Dann kannst du jetzt sagen, hey, das ist ja mein Kunde und ich bin ja der Firmeninhaber und ich, das ist so ein Service, ich mache das einfach mit und der Kunde muss das nicht extra bezahlen. Empfehle ich dir nicht. Ich empfehle dir, die Objektbetreuungskosten und dir entsteht ein Aufwand, auch wenn du nur 15 Minuten hinfährst, dann fährst du, hast Sprit, dein Auto wird abgenutzt und deine Zeit geht drauf und es sind nicht nur die 15 Minuten, sondern du musst auch die 15 Minuten vielleicht sogar wieder zurückfahren. Also da, das ist definitiv ein Posten, der mit in den Stundensatz rein sollte, den auch viele immer wieder vergessen und dann nicht profitabel kalkulieren. Und das ist der letzte wichtige Punkt, den ich dir mitgeben möchte, Profit zu machen. Ja, wenn du mein Buch gelesen hast, dann weißt du, eine der Erfolgsregeln von mir ist es, dass du mit jedem Auftrag Profit machen musst. Ja? Warum? Also es gibt immer wieder Gebäudereiniger, die zu mir kommen und sagen, ach Umut, weißt du, es ist für mich völlig okay, wenn ich bei diesem Kunden nichts verdiene, weil das ist ein guter Kunde und ein einfacher Kunde. Nee, nee, nee. Du machst mit jedem Auftrag im Idealfall Profit. Natürlich, wenn du es nicht voraussehen konntest und du hast dich verkalkuliert, ist es was anderes, wie du das vermeidest, auch in einem späteren Video. Aber du musst Profit machen, weil der Profit ist immer gleich dein Gewinn. Ja? Gewinn. Und Gewinn musst du machen. Und der Gewinn ist auch in den Stundensatz einzukalkulieren. Okay? Also denk dran, dass du auch Gewinn machst. Wenn all das hier wegkommt, ist es wichtig, dass du am Ende des Tages bei diesem Kunden am Ende des Monats Gewinn machst. Okay? Das war jetzt meine Ausführung. Es gibt noch weitere Punkte. Ja, ich habe hier auch noch auf meiner Liste noch weitere Punkte. Zum Beispiel klar Steuern mit einkalkulieren. Ja, dann Verwaltungskosten, Verwaltung im Sinne von, du musst die Rechnung erstellen. Du musst vielleicht, irgendwann hast du ein Büro, musst du mit einkalkulieren, dass du dort Mitarbeiter sitzen hast und. Ja, aber das mal als erste Idee für dich. Ausführlicher gehe ich bei dem Thema Kalkulation auch in meinem Videotraining ein. Das ist für dich gratis, da kannst du dich direkt anmelden und dann freue ich mich, dich auch im Videotraining zu treffen, weil dort erkläre ich dir Schritt für Schritt eine geheime Formel. Mit dieser geheimen Formel arbeiten die erfolgreichen Gebäudereiniger. Ja? Die ist wirklich mächtig, weil mit dieser Formel habe ich wirklich Tausende, Zehntausende von Angebote kalkuliert in meinem Leben und damit hast du die Möglichkeit, wirklich so professionell wie möglich dich aufzustellen und richtig eine tolle Kalkulation hinzulegen. Ich freue mich auf dich, bis zum nächsten Mal. Wenn du Fragen hast, schreib hier einfach in den Kommentaren und like mein Video definitiv und teile es auch vielleicht mit anderen Gebäudereinigern, die das interessieren könnte. Und schau dir die anderen Videos an. Es kommt immer mehr zu dem Thema Kalkulation hier auch hinzu und auch zu den ganzen anderen Themen, wo du Fragen hast. Alles klar? Bis zum nächsten Mal, dein Reinigungsguru.